Guten Morgen alle miteinander, liebe Freunde, Bekannte und Geschwister. Und zwar, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag mit Hiob 17, Vers 9. Der Gerechte wird an seinem Weg festhalten und der an Hände reine wird an Stärke zunehmen. Ja, dieser Vers hat mich heute früh sehr ermutigt und das möchte ich auch dir oder Ihnen weitergeben, weil der Herr, der tut uns Gutes, er dient uns und wir können auch anhand Propheten erkennen, ja, wie seine Arbeiter ermutigt worden sind, auch in schwierigen Zeiten. Und weil ich so viel unterwegs bin, darum bin ich noch beim Monatsblatt des 16. März. Aber die Botschaft, die soll uns ja dienen, die soll dazu dienen, dass wir an Jesus Christus, an den lebendigen Gott festhalten. Ausharren und Wachstum. Wenn wir in große Not geraten und gar kein Mitgefühl empfangen, kann uns das sehr zu schaffen machen. So erging es dem leidgeprüften Hiob. Doch in seinen Anfechtungen weist er auf einen großartigen Grundsatz hin. Der Gerechte hält auch in Schwierigkeiten an seinem Weg fest und der Reine nimmt an Stärke zu. Das Leben eines Gläubigen ist also durch Ausharren und Wachstum gekennzeichnet. Um ausharren zu können, muss man als Gerechter leben. Nur wer Gottes Gedanken kennt und ihn entsprechen will, bleibt auf dem guten Weg. Der Gerechte geht im Pfad des Gehorsams auch unter großem Druck weiter. Mit Gottes Hilfe harrt er aus. Wer dagegen nur mit eigenen Wertvorstellungen, Vorsätzen und Willenskraft ausgerüstet ist, wird früher oder später aus der Bahn geworfen. Um im Glauben wachsen zu können, muss man reine Hände haben. Nur wer sich nicht mit bösen Dingen befleckt, wird an geistlicher Stärke zunehmen, selbst in großer Not. Hiobs eigenes Leben unterstreicht seine bemerkenswerten Worte, die wie ein Lichtstrahl im tragischen Dunkel seiner Qual aufleuchten. Denn Hiob harrte aus. Obgleich ihn der Leidensdruck in Zweifel, Hadern und Straucheln brachte, sagte er sich nicht von Gott los. Er blieb auf dem Pfad der Gottesfurcht. Und nicht nur das. Als Gott sein Ziel mit ihm erreicht hatte, war Hiob geistlich stärker geworden. Er hatte wirkliche Lektionen gelernt und war in der Erkenntnis Gottes gereift. Die Verdoppelung seines Besitzes war nur ein Spiegelbild davon, wie ihn die Prüfung innerlich bereichert hatten. Gott schenkt uns Gnade, am Weg der Treue festzuhalten. Ja, das wollen wir hier sagen auch, dass es wirklich so gewesen war beim Hiob in diesem 17. Kapitel. Ja, wie wunderschön das hier geschrieben steht. Aber der Gerechte wird an seinem Weg festhalten und wer reine Hände hat, dessen Kraft nimmt zu. Ja, da können wir erkennen, dass bei Gott ja die Treue und die Wahrheit dran festzuhalten ja zum Segen führt. Auch wenn man vielleicht von Menschen ausgelacht wird oder vielleicht manchmal verstoßen wird oder manche Probleme hat, um Gottes Gerechtigkeit willen, können wir erkennen, es lohnt sich, an Gottes Weg festzuhalten. Gottes Wahrheit wird sich nicht verändern. Und das ist die Hoffnung, auch für unser Leben, daran festzuhalten, an die Worte der lebendigen Schrift, an Gottes Wort. Wir können auch erkennen, wie es hier nochmal geschrieben steht, mit Gottes Hilfe hat er aus, wer dagegen nur mit eigenen Wertvorstellungen, Vorsätzen und Willenskraft ausgerüstet ist, wird früher oder später aus der Bahn geworfen. Ja, wer sich um sich selber kümmert, sich selber verwirklichen möchte, der wird das Ziel nicht erreichen. Aber wir können erkennen, was den Menschen eben ja zum Ziel bringt. Um im Glauben wachsen zu können, muss man reine Hände haben. Nur wer sich nicht mit bösen Dingen befleckt, wird an geistlicher Stärke zunehmen, selbst in großer Not. Das können wir hier erkennen, ja, selbst wenn man sich in Not befindet, dann kann man erkennen, dass es dennoch da ja Segen gibt, aber meistens erst im Nachhinein. Und das ist, ja, wo ich eben Ihnen auch und auch mir Mut machen möchte, an Gottes Wahrheit festzuhalten
Und hier können wir es nochmal erkennen, Hiobs eigenes Leben unterstreicht seine bemerkenswerten Worte, die wie ein Lichtstrahl im tragischen Dunkel seiner Qual aufleuchten. Ja, weiter unten können wir dann nochmal erkennen, er bleibt auf dem Pfad der Gottesfurcht, auch wenn er Zweifel hat, was man immer wieder lesen kann, aber er hält an Gott fest. Und zum Schluss, ja, möchte ich auch da kurz nochmal zeigen, ja, wie das da auch geschrieben ist, wie dieser Ausgang dann auch steht. Da steht dann geschrieben, nicht, dass der Besitz verdoppelt werden muss, aber dass man einfach nochmal erkennen kann, wie der Herr wirklich reichen Segen im Leben Hiobs gegeben hat. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat, und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Ja, er hat drei Freunde gehabt, die ihn beraten hatten. Das können wir auch hier nochmal lesen, wie da geschrieben steht. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Elphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Da kann man schon erkennen, dass die Freunde eben ja nicht auf Gottes Wort berufen hatten, sondern dass es menschliche Vorstellungen und menschliche Gedanken waren. Und es ist auch wichtig, wenn wir ja Menschen besuchen in Leid und Not, dass wir uns auf die Bibel beziehen und dass wir uns an Gottes Wort halten. Gottes Wort ist immer der beste Begleiter. Wenn wir denken, unsere Gedanken wären besser wie Gottes Wort, ja, dann handeln wir auch eigensinnig und brauchen Korrektur. So nehmt nun 7 Jungtiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht eure Dochheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Da wird es nochmal wiederholt. Und im Alten Testament müssen eben diese Brandopfer ja noch umgesetzt werden, was sich durch Jesus Christus verändert hat, dass Jesus Christus sich selber hingegeben hat für die Sünden der Welt. Da ging Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Saphor, der Naamaniter, und machten es so, wie der Herr es ihnen befohlen hatte, und der Herr erhörte Hiob. Und dann geht es hier weiter, dass wir es eben erkennen können. Immerhin waren sie da gehorsam gewesen, haben das so umgesetzt. Und ja, das haben wir schon gelesen gehabt. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine frühen Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm alle Teilnahme und rüsteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte, und schenkten ihm ein jeder eine Kesitta und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter, und er gab der ersten den Namen Jemima, der zweiten den Namen Kesia und der dritten den Namen Keren Habuch. Und es wurden im ganzen Land keine schöneren Frauen gefunden wie Hiobs Töchter, und ihr Vater gab ihnen einen Erbteil unter ihren Brüdern. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Ja, da kann man erkennen, dass der Herr mit dem Hiob war, dass er den Gerechten nicht vergisst, und dass wir erkennen können, wenn wir an Jesus Christus festhalten, dann bringt er uns auch zum Ziel. Das ist das Wichtige, nicht aus eigener Kraft, sondern aus Festhalten an Gottes Wort. Da können wir eben erkennen, in den Vers 8, wie das nochmal geschrieben steht, am letzten Teil: Denn ihr habt nicht geredet von mir wie mein Knecht Hiob. Der Hiob hat eben dennoch an Gottes Gnade festgehalten, an Gottes Gerechtigkeit, obwohl er in tiefer Not war. Und das ist so unsere Hoffnung auch, wo wir sagen können, ja, wir wollen eben an Gott festhalten, und als Dankbarkeit, da wollen wir das Lied noch singen, wie ein Strom von oben.
ein Strom von oben, aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Tiefer, reicher, klarer strömt der Tag und Nacht mit unwiderstehlich wunderbarer Macht. Friede meines Gottes, stille tiefe Ruh, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Strömt der Friede Gottes über mich dahin, müssen alle finstern Mächte von mir fliehn. Seine Fluten tragen Hast und Sorgen fort. Frieden meines Gottes, alles deckst du fort. Friede meines Gottes, stille tiefe Ruh, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Wechsel auch hienieden Licht und Schatten ab, strahlt doch meine Sonne warm auf mich herab. Wunderbar getragen von der Friedensflut sing ich froh dem Ewigen, Herr, wie hab ich's gut. In dir ist verborgen stille tiefe Ruh, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Hier können wir es nochmal erkennen, dass Licht und Schatten sich im Leben abwechselt, dass es Herausforderungen gibt, auch manche Nöte, aber Gottes Liebe, die strahlt auf uns herab. Jesus Christus sagt selber, dass er das Licht des Lebens ist, und ja, wir dürfen wunderbar getragen sein von Jesus, ja, Friedensflut, dass er ja wirklich alles für uns getan hat, ja, alles, was möglich war. Und das dürfen wir froh zusingen, ja, wie gut, dass wir es haben, und die Freiheiten, auch wenn es um uns immer, ja, dunkler wird und die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Aber wir sind geborgen in Gottes tiefer und stiller Ruhe. Er hat die Sorgen, die Nöte durch Jesus Christus vergeben. Und wer seine Schuld bekennt, bei dem ist er treu und gerecht. Ja, wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag mit Gottes Liebe, mit Gottes Gnade, dass Sie ja erkennen dürfen, dass Sie nicht alleine wandeln brauchen, sondern wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Amen und Shalom.